Ja, und damit begrüße ich euch mal wieder recht herzlich zu einem der Spiele zurück, die ich über alles schätze. Wir spielen mal wieder Vampire The Masquerade Bloodlines. Und sind in einer netten Mission, in der es darum geht, in ein Lagerhaus einzudringen und das anschließend in die Luft zu jagen. Ja, diese Teile des Spiels, also diese Stealth-Aktion, in der man dann Gegner einzeln austauscht, diese Ein-Mann-Armee-Aktion quasi, kommen noch häufiger drin vor. Und haben auch interessanterweise, was in wenigen Spielen so ist, auch eine Bewandtnis in dem Sinne. Also ich weiß nicht, ob das aktiv vom Spiel so gewollt ist, aber das hat alles. Am Ende gibt alles Sinn. So sein, sage ich es einfach mal. Also in dem Spiel ist nichts im Prinzip so. Ach scheiße, nicht Blut macht. Ja, das Blut ist mir gerade in dem Ding wichtig, in dem diesen Passagen, die man nicht so einfach an Blut kommt. In diesen Passagen. Also es gibt alles am Ende Sinn und es ist nichts in dem Sinne random. Beziehungsweise manche Sachen werden halt, wie in dem Geisterhaus zum Beispiel, halt der Fantasie überlassen, was man da. Jetzt denken wir, wissen zwar, wie das alles passiert ist und warum, aber nicht warum dieses Amulett so wichtig war. So, dann laden wir uns jetzt nochmal ein Blut ein bisschen auf. Wir werden den Typen natürlich nicht töten, da wir keine Lust haben, unmenschlich zu werden. Und haben auch schon wieder volles Blut. Das ist ziemlich genial, denn dadurch können wir jetzt unsere Blutmacht wieder verwenden. Ah, da haben wir schon einen der Gegner. Wir werden mal irgendwie versuchen, ob wir den umgehen können, denn direkt... Und der Schläger sagt... Pft. Okay, ist ein Pft-Schläger. Können wir den irgendwie umgehen und von der anderen Seite attackieren, denn ich möchte möglichst diese Stealth-Passagen hier benutzen. Die Stealth-Möglichkeiten. Okay, da hinten scheint vielleicht auch noch ein paar Penner zu sein, falls wir mal wieder Blut benötigen. Kann man hier irgendwas drüber oder so? Ah, man kann hier vorbei, gut. Also das Spiel denkt mit... Ah, aber da sind leider zwei Menschen. Die können wir ohne Probleme umgehen. Das sind hier nur Menschen, keine Vampire, die uns vielleicht jetzt schon mitgekriegt hätten. Wir werden aber mal gucken. Vielleicht müssen wir sie dann am Ende doch noch ausschalten, weil vielleicht ein anderer uns sieht. Da kommt uns einer entgegen. Wir können versuchen, den auch nochmal zu umgehen. Wir bleiben jetzt aber mal geduckt in der Schleichposition. Wir sind ja im Prinzip nicht die besten Schleicher, das sind die Nosferatu. Was auch Sinn gibt, die müssen sich ja immer verstecken. Sie meinte ja auch, also Jeanette Seths Kinder oder Seths Kinder. Was dann wahrscheinlich der Clanvater von denen ist, von den Nosferatu. Aber naja. Den Vorgänger werde ich vielleicht auch noch let's playen, da muss ich noch gucken. Er ist halt, ist eigentlich auch, die Story ist nicht schlecht und alles, aber es ist manchmal an manchen Stellen wirklich mir langwierig vorgekommen und ich möchte nicht unbedingt euch etwas, ein Spiel präsentieren, das so langwierig ist, beziehungsweise eintönig. Aber wir werden da mal sehen. Okay, der Typ geht hier ganz lässig lang, aber das gefällt mir nicht. Deswegen muss er leider sterben. Hey, where you going, then? Verdammt. Okay, dann müssen wir das ein bisschen anders angehen. Ich frag mich gerade, wie der uns gesehen hat. Vielleicht müssen wir direkt hinter den gehen oder irgendwie. Oder wir müssen mal unsere körperlichen Fertigkeiten durch Blutmacht verstärken, aber... Ach, wir lassen ihn leben. Das ist ungut. Dass sie direkt zwei stehen. Da werden wir mal gucken. Ich weiß, bei meinem ersten Durchspielen habe ich das hier mit Gewalt gelöst, die Passage. Aber das war auch nicht unbedingt das Klügste. Ja, man kann, wenn man gut ist, die ganzen Sachen mit brachialer Gewalt lösen, aber... Das ist niemals das Beste, weil man dann in gewissen Situationen halt unterliegt und dann gefrustet ist und was weiß ich. Also man sollte wirklich die Stealth, die Garrett-Variante sozusagen, wer Thief kennt, verwenden. Ah, den müssen wir auch irgendwie... Ah, er lässt ab. Vielleicht geht er jetzt irgendwo... Ah, er geht woanders hin. Machen wir denn das? Jetzt arbeitet er da. Komm schon, dich müssen wir... Wieso verdammte Scheiße können wir ihn nicht Stealth killen? Wir dürfen nicht, laute Geräusche machen, weil dadurch... Oder eine Schusswaffe sogar verwenden. Dadurch werden die Idioten auf uns aufmerksam. Können wir da hochklettern, ohne dass er uns sieht?
Freeze, motherfucker! Nee. Nee, geht nicht. Das muss irgendwie gehen. Wir werden zur Not mal Blutmacht aktivieren. Oh, Blutmacht kostet viel. Dadurch sind wir stealth-mäßiger besser drauf. Wobei, daran liegt's nicht. Es liegt irgendwie daran, dass er sich wieder zurückdreht. Habe ich so das Gefühl. Bei den anderen, bei den Anwärtern des Sabbat ging das noch besser. Haben wir ja auch noch gegen gekämpft am Anfang im Tutorial. Wir warten jetzt einfach mal und gucken. Prägen uns quasi sein Bewegungskonzept ein. Ja, bevor man Gegner bekämpft, sollte man ihn erstmal kennen. Beziehungsweise können wir auch mal versuchen, irgendwie von der anderen Seite zu kommen. So. Wobei das auch nicht scheinbar so klug ist. Wobei, da könnten wir hochspringen. Ja, also wie gesagt, oder wie man sieht, ich präferiere wirklich die Ego-Sicht. Man kann natürlich auch so die ganze Zeit das alles machen, aber ich denke, so ist es am besten. So, jetzt sind wir der Schrecken, der von oben kommt. Und er ist ja auch nur ein Mensch, das heißt, dagegen kann er nicht viel machen. Wir können jetzt direkt auf die Leiter springen. Oder mal versuchen, ihn von oben auszuschalten. Haben wir eine Waffe? Wir müssen eine Waffe ausgerüstet haben. So. Freeze, motherfucker. Verdammt, wenn wir in dieser Third-Person-Sicht sind, dann kann ich nicht mehr so gut schleichen, habe ich so das Gefühl. Weil dadurch geht irgendwie ein bisschen Übersichtlichkeit verloren. Oh, den hätten wir stealth killen können. Ich dachte, jetzt würden die alle auf uns aufmerksam werden. Okay, das scheint denen hier alles egal zu sein. Also die nehmen das hier ganz lässig, wenn einer ihrer Leute abgestochen wird. Sie sind halt echte Gangster, bei denen ist das so Mode scheinbar. So. Wir nehmen jetzt mal wieder Pfade, die keiner kennt. Und sind oberhalb des Lagerhauses. Wir haben da unten einen Typen, der irgendwie gefährlich wie einer... Oh, die reden. Ein Vampir aussieht. Ja, sie reden halt ein bisschen über irgendwelche Sachen, die sie jetzt mal interessieren. Uns jetzt mal weniger. Wie kommen wir jetzt hier runter? Wie machen wir das? Wir müssen irgendwie auf diese oberen Dinger versuchen zu kommen. Oberen Wege. Ja, also hier ist wirklich alles überdacht. Also es gibt immer im Prinzip einen Weg. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Ja, es ist gerade ein bisschen bedrohliches Klima. Also gegen alle zu kämpfen wäre im Prinzip schwachsinnig. So. Wir nehmen jetzt einfach mal den Weg, der scheinbar gedacht ist, und hier wird es wohl runtergehen. Schläger, sag mal wieder. Pft. So, und wir versuchen möglichst kein Geräusch oder irgendwas in der Richtung zu machen. Ja, man hat uns gesehen, aber nicht so gut gesehen. Das heißt, wir können noch entkommen. Stufe 4, das schaffen wir. Ja, das schaffen wir vielleicht schon. Ja, brich deinen Fuß in dem Arsch von dem anderen ab. Ist deiner auf dem Klo? Alles war mit Schläger und der ist gerade irgendwie in die Wand geglitscht. Es ist alles wieder ruhig.
Dann lädt irgendeiner nach. Auf jeden Fall postieren wir jetzt mal den Sprengsatz. Fu? Nein, wir postieren noch nicht den Sprengsatz. Wir gucken erstmal. Verdammt, ich habe gerade vergessen, wie man abbricht und deswegen... Dummerweise ist das falsche gedrückt. Ja gut, dann machen wir nochmal von hier aus. Und nehmen die Tür, dieser sichere aus. Wobei, wir gucken nochmal von der anderen her. Ich erforsche immer lieber alles, bevor ich irgendwas zerstöre. Shit! Shit. Okay, da lieber nicht lang. Und das hier lieber mal mit Blutmacht versuchen. Ja, also mit dem Sprengsatz ist nicht zu spaßen. Also ehrlich gesagt, da müssen wir aufpassen. Dieses verdammte Wasserding macht Geräusche. Das liegt nicht an uns, das war vor dem Spiel so gedacht. Mir muss es noch irgendwas geben. Irgendwas, was man nur finden kann, wenn man auch sucht, weil einfach so plump den Sprengsatz legen möchte ich jetzt nicht. Wobei, was ist denn hier? Ja, ich weiß, es ist gerade... Ja, hier ist nichts. Ich erforsche halt gerade, lieber. Aber da sehen wir auch, was passieren würde, wenn wir hier wirklich reinlaufen würden, einfach wohl. So, dann machen wir es mal auf die geschickte Variante, beziehungsweise wir gucken nochmal in die andere Richtung. Ja, sie ist alles voll mit diesen Leuten. Was hat er jetzt genommen? Den Stuhl. Ja, wir forschen jetzt nochmal. Ja, ich weiß, eigentlich sollte man versuchen, nicht gerade so zu erforschen, aber... Kann man den Rechner benutzen? Nee. Ja, ich wollte nur mal kurz gucken, ob sich hier überhaupt irgendwas lohnt. Also scheinbar ist es einfach nur ein dummes Lagerhaus, in dem wirklich keiner von irgendwas eine Ahnung hat. Deswegen werden wir jetzt einfach mal den dämlichen Sprengsatz postieren. Und abhauen. Wir haben 3 Minuten dafür, also das passt perfekt in die Folge, wenn wir das schaffen sollten. Da können wir nicht lang, dann da über die Feuerleiter und dann abhauen durch irgendeine Tür. Das ist ziemlich... Ja. Shit. Hier sind keine verdammten Türen. Ja, ich bin gerade ein bisschen planlos. Ja. Sollte es hier weitergehen? Nee, auch nicht. Okay, wir sollten irgendwie links lang, denke ich. Da sind auch weniger Wachen, wenn ich mich nicht verguckt habe. Wir müssen halt irgendwie jetzt abhauen. Jetzt haben wir irgendwas aktiviert. Und ich hoffe, es ist was Sinnvolles. Jetzt haben wir Kisten verstellt. Jetzt kommen sie nicht mehr so leicht an uns ran. Und wir verschwinden einfach über das Hintertürchen. Da haben wir noch einen der Schläge, aber den werden wir einfach aussaugen. Und unseren Hunger an ihm stillen. Ah, beziehungsweise vielleicht doof wegen der Zeit, aber ich denke doch durchaus in Ordnung. Wenn wir jetzt aus dem Gebiet abhauen, ich weiß nicht genau, wie weit wir weg müssen, aber ich denke mal schon ziemlich weit. Ach komm schon, das war so eine Mühsekunde, nachdem er das uns mitgekriegt hat, habe ich auf Stealth Kill gedrückt. Ach komm schon. Tot, Kollege. Ah, du lässt eine Waffe fallen. Ja, also ich hätte dadurch vielleicht... Was macht er jetzt? Hallo? Jetzt hat er sich irgendwie festgebackt. Unglaublich. Also manchmal möchte unser Held, beziehungsweise unser vampirischer Protagonist einfach nur sterben. Habe ich so gelegentlich das Gefühl, ja, den Typen müssen wir aber ausschalten. Da führt kein Weg dran vorbei.
komm schon, Spiel, jetzt lass mich ihn doch Stealth killen und dann weitermachen, Gott. Du nervst mich, du nervst meine Zuschauer, das heißt, alle sind gegen dich, also bitte beeil dich, Spiel. Och, komm schon. Ich hab mich doch geduckt. Naja, gut. Also ich denke, das wird dann der letzte sein, der in dieser Folge fällt. Der letzte Gegner. Der nächsten werden wir dann weiterfliehen, beziehungsweise es passt einfach gerade so gut. So, die letzten paar Minuten dieses Lagers, dann werden wir ihn einfach aufschlitzen. Okay, nur zwei. Mit zwei kommen wir klar. Oder gegen zwei. Oh, ne. Ein Brecheisen, das haben wir schon. Und der hatte, glaube ich, eine Schusswaffe. Auch ein Brecheisen, verdammt. Dann versuchen wir jetzt mal einfach zu entkommen. Ach Gott. Nee, da müssten wir wieder rein, oder was? Das interessiert mich gerade, wie wir jetzt hier wieder rauskommen. Ach, wir machen es jetzt einfach. Oder eher, ich sag einfach mal, wir sehen uns wieder, wenn der Typ tot ist. Und zwar gestealth-killed. So, weiter geht's, der Todestyp. Nein, der Typ ist tot und das war interessanterweise auch gerade mein... Oh Gott, und er hängt schon wieder irgendwie im Boden fest. Komm schon da raus. Kann man das durchladen? Vielleicht beheben den Bug? Ich hoffe es. Ja. Ne, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt stealth killen wir ihn einfach mal schnell. Ja, es ist nicht so schwer, man muss einfach dauerhaft im Prinzip Dings drücken, dauerhaft, ja, ist das E zum Stealth-Killen. Kommen wir durch die Tür raus, ohne dass er uns sieht. Stufe 6, scheiße. Dann geht's hier weiter. Wir haben halt das Problem, dass das alles hier gleich in die Luft fliegt. Dementsprechend handeln wir jetzt einfach auch mal. Und laufen. Das ist falsch gelaufen. Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Lasst mich doch durch, ihr verdammten... Danke. Ja, aber es wird mir ehrlich gesagt zu knapp. Oh Gott, du kannst aber wirklich nicht... Er bleibt dann fest anhängen, unglaublich. Da war auch noch eine. Und wir haben es in die Luft gejagt. Und wir hören einen Wolf. Der sich in einen Menschen verwandelt. Your handiwork, I presume? Ja, das war ich. Hopefully no Sabbat saw you escape. They can be somewhat antagonistic. Wer sind Sie und warum verfolgen Sie mich? I see my reputation for once does not precede me. My name is Beckett. I haven't been following you per se. We've just coincidentally been at the same places at the same time, for different reasons. So sorry if I unnerved you. Tell me, have you by chance seen or felt anything strange since your embrace? Ich habe in einem Hotel einen Geist gesehen. A ghost? Quite ordinary. I generally pay wraiths no mind. All but a few are willing to give up their secrets. Ich habe ein paar Kainskinder am Strand getroffen, die offenbar gar keine sind. Thinbloods. They're a fascination of mine. They are considered a weaker, more human-like kindred. Hence the name, Thinblood. But they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them live in this city. They're one of the reasons I'm in Los Angeles. Die Baronin von Santa Monica hat eine gespaltene Persönlichkeit. She's undoubtedly Malkavian. Or should I say, they are undoubtedly Malkavian.
Abgesehen davon habe ich nichts wirklich Ungewöhnliches bemerkt. Most of my contacts here report sensing something unusual in the night air. Like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. And since you're still fresh, perhaps you're not attuned to it. Pleasure meeting your acquaintance, but there are rumblings for me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one. And be careful. You're very likely being hunted by the Sabbat. Gute Nacht, Beckett. Okay, jetzt haben wir uns mit dem Sabbat. Das Sabbat, wie in der Kamarilla, flüchtet? Was ist das für ein Buchstabe? Flüchtet? Egal. Oh, wir sind wieder bei unserem Nosferatu. I felt that explosion a mile away. It's all over the news too. Man, there's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Er lacht mit offenem Mund. Danke, kennst du jemanden namens Beckett? Well, I know of him. Why? Ich habe mit ihm gesprochen. No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. Bertram, ich muss dir ein paar ernsthafte Fragen stellen. What do you need? Hast du Deal... Was, welchen Deal hast du mit Therese Foreman abgeschlossen? That was just silly vampire politicking, Fledgling. No more. You get used to that kind of thing. Das hört sich aber recht ernst an. Of course it did. As if vampires and women both weren't insecure enough. Get them together in one Malkavian body. And look what happens. Erzähl mir von deinen Dramakönigen. Yeah, no kidding. Now that the Camarilla's moved into L.A., Therese wants the title of Prince of Santa Monica. I guess she saw me as a threat. Funny thing is, I could care less. Ruhm und Macht korrumpieren dich nicht? I wouldn't want to be the Prince of Terre Haute. I leave that headache to the Ventru. Besides, there's only like 4 vampires in all of Santa Monica. Some kingdom. Wusstest du, dass sie und Janet eine ein und dieselbe Person ist oder war? I had my suspicions. What an interesting specimen, but a pain in my dead ass for sure. Ein Stein in meinem toten Magen, a pain in my dead ass too. Okay, das ist eine sehr freie Übersetzung. Okay, wir haben noch mal ein paar mehr Fragen. Ja, wegen der Clans fragen wir mal. Clans are just bloodlines, you know, a common root shared and passed on from sire to child. Erzähl mir mal von den Bucher. They're a bunch of malcontents. They get pumped up by rousing the rabble they keep around them. Like, that's hard. Yeah. Nothing breeds faster than contempt. And that's what the Bruja are all about. Jealousy and contempt. Okay, er sagt nur kurz was zu dem. Sure. Dann hören wir uns mal alles an, was er zu den Clans sagen kann. They fancy themselves lowers and drifters running around the countryside and barking at the moon. It's all just an act. Gangrel can walk upright. They just choose not to. Okay, zu den Malkavianern kann uns ja auch noch was erzählen. Malkavians are, interesting. There's something to them. Learning to sort the wisdom from the bullshit can be some work, and, not all of them are worth listening to, but, they're all good fun, if you ask me. Nochmal nach einem anderen Clan. Noch zu einem anderen Clan. Zu den Nosferatu. The Nosferatu are damn good at what we do. No one even argues that. If you need to know, if you want it found, you come to us. We're indispensable. Not a bad place to be in the afterlife. Also die Sprachaufgaben sind wirklich nicht schlecht. Nosferatu stick together. Pool resources. We have more going on than anyone could guess at. Our web blankets the night. Sind Nosferatu Teil der Camarilla? I'm loyal to the clan. Loyal to my primogen and therefore loyal to the Camarilla. Magst du sie? Nosferatu are the eyes and ears of the Camarilla. So they take care of us.
that value our services, or don't want to be on our bad side. Either way, no one bothers us. Was hältst du von Prinz Lacour? What am I gonna say? He's the boss now. Like a boss. Und wer ist der Typ, der meine Erzeugerin enthauptet hat? He's LaCroix's iron fist. No one knows the sheriff really, except LaCroix. No one even knows the guy's name. There's lots of rumors about him though. I heard LaCroix picked him up in Africa over 100 years ago. Obviously they work well together. Okay, dann fragen wir nochmal like what? Nach den anderen Clans, denn das ist wirklich interessant, was er dazu erzählt. Genau, zu unserer Rasse. Toredo. I don't rub elbows with the pretty bloodsuckers much, but I've seen them work people like puppeteers, and that's admirable. Now, if only they'd get off their slimy asses and put their talent to some use besides feeding their egos. Erwachsame Überwachung aus einer sicheren Entfernung eines Rattenlochs. Save it, Don Juan. Your silver tongue might get tarnished looking this hide. Okay, wir gehen dann mal wieder. What do you need? Aber fragen noch mal kurz. Oder wir fragen ihn mal wegen dem Serienkiller. The work of Kindred. Probably some Kate of getting revenge on everyone who made fun of him in high school. Once the sheriff tracks this guy down, they're gonna make one hell of an example of him. Caitiff? Caitiff are just riffraff vampires who don't know anything about vampire society. Don't know their clan. Mutt vampires. What I suspect you were perilously close to becoming if LaCroix hadn't intervened. Und fragen wir nochmal in der Folge, kurz bevor sie endet, nach den verschiedenen Clans. Es ist nämlich schon ziemlich viel Zeit vergangen. Fragen wir nochmal nach den Tremere. Mages. I don't have any reason to trust them. They're creepy and I think they like it that way. But to be honest, I don't hear much about the Tremere. There's a few in L.A., but all in all, there's not that many of them. Gut. Sure. Und dann auch, glaube ich, ein kleines noch über, nämlich die Venture. Well, they get a bad rap, if you ask me. Everyone likes to take shots at the man in charge. But when it comes to getting the job done, the Ventru know how to step up. They can take the heat. Fragen wir nochmal nach einer Sekte. Yeah. Ja, aber ich denke, zu den Anarchen oder sowas kommen wir erst später. Und ich denke, das war's dann auch für die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.